Bei mir steht Fabian Mussmann, der soeben hier 1:1 gegen die Schneifel SG gespielt hat. Herr Mussmann, wie fällt Ihr Fazit zum Spiel aus? Boah, ist einfach bitter im Moment. Ich glaube, wenn man sieht, wie Schneifel sich freut, als hätten sie hier gewonnen, dann weiß man, was passiert ist. Wir hatten in der Nachspielzeit noch Glück, dass wir nicht sogar einen zweiten kassieren. Wir legen los wie die Feuerwehr, führen früh 1-0, haben zur Halbzeit, glaube ich, 3 oder 4 ganz klare, wo wir vor der Halbzeit den Sack zumachen können. Und dann sieht man aktuell, dass wir nicht nach ganz oben gehören, ganz einfach. Anstatt mit aller Gewalt diese letzte Chance beim Schopf zu packen, im Heimspiel hier zu Hause, 1-0 gegen den Gegner, der uns alles abverlangt, verpissen wir uns dann, spielen nachher keinen sauberen Fußball mehr, jeder schiebt die Verantwortung weiter, das Einzige, was kommt, ist ein Gemaule untereinander. Und das hat sich die letzten Wochen angedeutet. Jetzt ist es so, jetzt haben wir da oben einen Zweikampf, einen endgültigen Zweikampf. Wir müssen das akzeptieren, dass wir aktuell nicht besser sind, nicht weiter sind. Es fällt sehr schwer, aber Kompliment an die Schneifel, die, glaube ich, mit einem kleinen Kader heute alles rausgehauen hat. Mir fällt es gerade sehr schwer, die richtigen Worte zu finden. Das müssen wir erstmal ein bisschen sacken lassen jetzt. Gott sei Dank ist ein langes Wochenende. Müssen wir mal gucken. 1-0 wollen wir nicht machen, dürfen wir nicht machen. Das ist jetzt irgendwie die Saison ein bisschen ausklingen lassen. Das sind wir der ganzen Mannschaft, dem Verein, aber auch den Zuschauern schuldig, die uns das Ganze ja überragend unterstützen. Aber ich habe es oft genug gesagt, mit dem Aufwand, den wir betreiben, können wir die Ziele, die wir haben, nicht erreichen. Jetzt hat es sich endgültig bewahrheitet und ich glaube, da soll sich jeder auch mal hinterfragen, ob er die letzten Wochen genug investiert hat, um ein großes Ziel zu erreichen. Damit es auch in Zukunft hier in Zerf gut weitergeht, wurde gestern, glaube ich, ein neuer Verein gegründet. Wie ist dein Fazit dazu oder dein Statement zu gestern Abend? Ja, es ist eine schöne Sache. Es ist das, worauf wir die Vereine hingearbeitet haben. Es ist eine schöne Sache. Das ist einfach nochmal die Bestätigung für ein gutes Miteinander. Einfach diesen Fußballbereich für sich dann zu haben, wo man einfach sagt, man hat diese Leute, die sich tagtäglich damit befassen, die sich auch gerne dafür engagieren. Und ich finde es eine schöne Sache, unabhängig von Regularien, die uns in der Vorsaison im Wege gestanden haben, ist das jetzt mal zweitrangig. So haben wir die Leute, die sich dafür einsetzen, die das mit Herzblut machen. Und wir haben viele junge Leute, aktive Spieler auch mit dabei aus allen drei Seniorenmannschaften. Das ist eine schöne Sache, das ist auch nicht selbstverständlich. Von daher denke ich, dass wir uns so auch für die Zukunft gut aufgestellt haben.